die Bilderberger, das ist nur logisch, dass wir hier sind, auch für die, gegen die Bilderberger, weil die Bilderberger sind eines der allerwichtigsten Instrumente dieses Organisationsapparats. Das ist einfach so, wenn ich einen großen Konzern habe oder sieben Banken, die privaten, sieben privaten Banken der US-Dollar gehört und sie versuchen sozusagen Einfluss zu nehmen auf die Politik und die Wirtschaft und sie haben mit Sicherheit keinen sozialen Fokus, sondern es geht nur um Gewinnmaximierung und Machterhalt dieser Familien, dann muss man schauen, dass die Leute auf Linie sind. Und das ist ja höchst undemokratisch, dass private Familien den gesamten US-Dollar kontrollieren. Und wir sind allerdings hier eine Demokratie und drum müssen diese Undemokraten versuchen, mit Hilfe der Bilderberger unsere Politiker und Funktionäre einzuladen. Und es ist wahrscheinlich im Verborgenen, weil wir sonst sofort wüssten, wir sind hier im Verborgenen, weil wir sonst wüssten, dass unsere Volksvertreter nicht unsere Interessen vertreten, sondern wahrscheinlich nur ihre eigenen niederträchtigen Versorgungsgedanken. Ja? Und darum geht's. Und das ist der runde Kreis dieser ganzen Bewegung. We Are Change, Occupy Wall Street, die Montagsmahnwachen. Die Montagsmahnwachen haben im Kern das gesamte Thema von We Are Change und Occupy Wall Street übernommen mit einem nationalen, mit einigen nationalen Besonderheiten, was halt noch für Deutschland wichtig ist. Das Ganze ist die Truther- und Wahrheitsbewegung und die betraf natürlich auch viele Wahrheiten um Deutschland, die rechtlichen Konstrukte, die es hier in Deutschland gibt und die BRD und die Geschichte nach dem Krieg. Und die Wahrheitsbewegung umfasst natürlich alles und sie ist eine internationale Bewegung. Sie kam in Deutschland immer erst später an, wie jede völkische Revolution oder demokratische Revolution in Deutschland immer 50, 100, 20, 30 Jahre später ankam. Kam das auch hier in Deutschland später an. Diese ganzen Erkenntnisse, die diese We Are Change, Occupy Wall Street Bewegung hatten mit der Federal Reserve, die waren hier in Deutschland immer negativ angesehen. Die hatten immer so diesen rechten Touch. Das war immer irgendwie NPD und Reichsflugscheiben und so weiter und die bösen Illuminati. Aber das Ganze hat natürlich Hand und Fuß, um uns einfach auf den Nenner zu bringen. Es sind einfach acht private Familien, die die Federal Reserve Banken innehaben und die Eigentümer davon sind. Und daran ändert sich nichts, was wir sagen. Egal wie demokratisch wir sind, wir wissen, dass der US-Dollar sehr mächtig ist und als Politikum ausgenutzt wird. Wir können nichts dagegen tun, denn er ist undemokratisch und er ist ganz nebenbei eine anti-islamische Währung. Nach islamischem Recht dürfte der US-Dollar, also eine sogenannte Fiat-Währung, die Geldschöpfung aus dem Nichts gegen Zins, das wäre eigentlich illegal. Und es gab mal eine Zeit, das war vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, da war der Wettbewerb um das Geldsystem ein wichtiges politisches Thema und dann brach eben der Bürgerkrieg aus, Nordstaaten, Südstaaten. Wir wissen alle, für welches Geldsystem Abraham Lincoln sich entschieden hat und was sich am Endeffekt dann durchgesetzt hat. Und ich will es jetzt auch dabei belassen, ihr habt viel gehört. Ihr seht nur, dass letzten Endes diese vielen verschiedenen Bewegungen und wie sie alle heißen, einen gemeinsamen Nenner haben. Und das ist die grundsätzliche Kapitalismuskritik und die Kritik am US-Dollar-System. Und Bilderberger ist rein organisatorisch gesehen nichts anderes als eine notwendige Institution, damit dieses undemokratische System weiter funktionieren kann. Vielen Dank.